Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und es ist der Daniel. Wie immer. Ja, du bist immer der Daniel, stimmt. Ja, immer. Genau. Und wir haben heute den 8. Dezember und am 8. Dezember haben wir natürlich wieder ein prominentes Geburtstagskind und das da wäre... Kim Basinger. Kim Basinger. Die heißt ja eigentlich Camilla Anna Basinger. Camilla Anna. Camilla. Kim Miller. Kim Miller, Anna Basinger. Kim Miller ist da bescheuert. Ja, hat mitgespielt, mein absoluter Favorit in ihrer Filmografie, 9,5 Wochen mit Mickey Rourke, Weltklasse-Film. Ja, aber ja, also, da war man halt jung noch und hat sich das auch mal so ein bisschen aus einer anderen Perspektive angeguckt. Schön geredet, wie das mal werden könnte. Gut, dass es so nicht geworden ist, dann steht auf einem anderen Hatten Platz. Die da Sex? Nein, das war's ja gerade. Du hast dir das natürlich in deiner Fantasie so ausgemalt, aber ja, das ist ja gerade. Aber Mickey Rourke hat da danach auch irgendwie so einen Film gedreht, der, wie hieß denn der? Wilde Orchidee, glaube ich, hieß ja. Der. Mhm. Ja. Das war ja im Prinzip das Pendant zu 9,5 Wochen, deswegen hat er den ja gemacht. Okay. Und ich bin der Meinung, damals war ich bestimmt irgendwie so 17 oder sowas, und ich habe diese Szene am Ende, habe ich 15 Mal hin und her gespielt, ne? Echt? Ja. Um zu sehen, ob da irgendwie. Und eigentlich können die gar nicht. Die müssen ja. Also es ging. Also da, so wie man sieht, müssen die miteinander das. Okay. Das geht ja eigentlich gar nicht. Ach, das also das kann man nicht spielen so. Ja, nee, das hat mich jetzt eher. Ich habe natürlich nur hin und her gespielt, weil ich sehen wollte, ob es geht oder nicht geht. Da habe ich wahrscheinlich irgendwie mit meiner Omi habe ich das irgendwie zusammengeguckt und gesagt, Oma, guck doch mal, es geht doch gar nicht anders, oder? Dann hat sie gesagt, ja, Junge, du hast recht. Ja, ich kenne mich aus. Ja, nee, ist klar. Ja. Genau. Das war am 8. Dezember. Kim Basinger hat Geburtstag. Genau, jetzt müssen wir erstmal wieder die Kurve kriegen. Ne? Kim Basinger hat Geburtstag. Sie hat bei mehreren Filmen mitgespielt. Batman, 8 Mile, Sagt niemals nie von James Bond. Da ist sie halt zum Arzt vorher. Hat sie nicht auch bei Beetlejuice mitgespielt? Beetlejuice hat auch Kim Basinger mitgespielt, bin ich der Meinung. Oder? Kann sein. Weiß nicht so genau. Ja. Aber am 8. Dezember 1985, da wollte ich eigentlich hin, okay. Da beginnt die Ausstrahlung von der Lindenstraße. Ach, in guck. Der ARD. Ja. Erstmals Lindenstraße 1985 am 8. Dezember ausgestrahlt. Kurz vor Weihnachten natürlich, ist ja klar, ist ja ganz wichtig immer die Platzierung, wann sowas losgeht. Ja. Ich war so ein Fan von Else Kling, ja. Von Else Kling. da ist ja auch in der Lindenstraße ist ja auch der Til Schweiger entdeckt worden. Ja. Ja. Til Schweiger hat in der Lindenstraße mitgespielt. Muss man vorstellen heutzutage. Ne? Unglaublich. Ja. Matthias Schweighöfer nicht. Ja. Am 8. Dezember war aber noch was anderes. Ja, und zwar, das ist ein Feiertag, die unbefleckte Empfängnis oder auch Maria Empfängnis. Ist ein katholischer Feiertag. Katholischer Feiertag. In Spanien, Italien, echt? In der Schweiz. In ziemlich allen römisch-katholisch. Das heißt, nach dem Nikolaustag kommt am 8. Dezember nochmal einen schönen Feiertag durch. Und dann machen sie noch irgendwie 1. Advent, 2. Advent, 3. Advent und dann 4. Und dann machen sie nochmal Weihnachten. Katholiken. Weil der Dezember ist ja komplett frei. Die wissen, wie man feiert. Ist ja kein Wunder, dass im Dezember dann die ganzen Städte verfallen dort. Da wird nichts restauriert, da wird kein Müll weggebracht, da wird gar nichts. Da liegt überall nur Geschenkpapier rum. Und die ganzen Geschenke von den Kindern, die keiner haben will, weil die sagen, ah, Papa, das wollte ich gar nicht haben, wupp, weg damit. Liegt alles auf der Straße rum, kenne ich mich da aus. Könnte sein, ja. Ja. Das waren noch? Am 8. Dezember 1980 wurde John Lennon erschossen. Ach. Ja. John Lennon wurde erschossen von Mark David Chapman. Und das Bemerkenswerte an der ganzen Sache ist, Mark David Chapman, so ziemlich alle Attentäter, also sehr, sehr viele bekannte Attentäter wie Lee Harvey Oswald, hatten immer einen Doppelnamen. Okay. Ja, das kann man sich, also wird ganz, ganz, kann man mal recherchieren. Ganz viele Attentäter hatten immer einen Doppelnamen. Ist die Frage, ob man als Attentäter in der Presse mit Doppelnamen genannt wird und die anderen haben auch einen Doppelnamen, aber sagt man nicht so, ja? Oder aber ob die wirklich einen Doppelnamen haben und da deswegen durchknallen. Wollen wir meinen früheren Nachbarn fragen? Karl-Heinz Kiesewetter. Ja, der war bestimmt auch Attentäter von Karl-Heinz an der Stelle. Von der Sau im Stall. Genau. Logo! Ja. Hm? Schön hingegangen und hat gesagt, du Sau. Du Sau, hat er gesagt. Genau. Du Sau. Das waren die letzten Worte, die der Schwein gehört hat. Hm? Du Sau. Kam das Bolzenschussgerät und dann ging es ab. Jawohl. Ja, genau, wie in
wie in Old Country for Old, nee, New Country for Old Men. No Country for Old Men, mit dem Bolzenschussgerät. Knaller, gell? Yeah. Ja, muss man sich mal von den Coen-Brüdern. No Country for Old Men, auch ein richtig geiler Film, mit diesem, yeah. Wenn man wissen will, wie so ein Bolzenschussgerät funktioniert, einfach mal den Film angucken. So, wieder abgedriftet. Ja, macht ja nichts. 8. Dezember, morgen sehen wir uns wieder am 9. Dezember. Bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie.